Dieser Kabelsalat gehört zu einem der stärksten Rechner der Welt. Aber was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Blauer Himmel, grüne Felder, lebendige Meere. Schön, oder? Doch das ändert sich. Wie wir schon lange wissen, wird der Klimawandel unsere Welt verändern. Die Wissenschaft versucht zu verstehen, was dort genau passiert und wie unsere Zukunft aussehen könnte. Doch das Klima ist unglaublich komplex, denn es besteht aus vielen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Land und Ozean. Die Datenmengen, die hier anfallen, sind gigantisch. Um damit fertig zu werden, setzt man Superrechner ein. Und wir haben uns zwei davon angesehen. Am Deutschen Klimarechenzentrum, kurz DKRZ, setzt man seit den 80er Jahren Superrechner zur Klimaforschung ein. Unser Glück, in wenigen Tagen geht hier ein zweiter Superrechner in Betrieb. Um zu verstehen, was hier genau passiert, besuchen wir Michael Böttinger. Er ist Geophysiker und unter anderem für die Visualisierung der Daten zuständig. Er kennt sich hier bestens aus. Also, was genau tut das DKRZ? Genau, das Klimarechenzentrum ist erstmal eine Serviceeinrichtung für die deutsche Klimaforschung. Wir sind praktisch das Labor, in dem die Wissenschaftler ihre Experimente machen können. Und zwar Experimente mit der Erde, aber ohne der richtigen Erde zu schaden. Mhm. Na, wenn ich jetzt mit der richtigen Erde ausprobiere, was passiert, wenn ich den Treibhausgasgehalt immer weiter in die Höhe treibe, habe ich genau einen Versuch. Wenn wir das Ganze auf dem Rechner machen, als Simulation, dann kann ich verschiedene Szenarien ausprobieren und damit der Gesellschaft vielleicht helfen, zu sagen, wie wir am besten aus der Nummer wieder rauskommen. Wir nehmen die Superrechner unter die Lupe. Mit ihrer Hilfe wird das Klima modelliert. Es wird errechnet, welche Einflüsse welche Effekte haben. Dabei kann man Zeiten von wenigen Monaten bis zu 100.000 Jahren simulieren. Und hier ist er, der Superrechner Mistral. 100.000 Prozessoren surren hier vor sich hin und werden mit Wasser gekühlt. Wenn man hinter den Rechnerschränken steht, ahnt man, welche Energie hier aufgewendet wird. Die Leistung des Mistrals entspricht der von 3.300 Computern. 10 hoch 15 Rechenschritte pro Sekunde schafft er. Seine Festplatten ergeben insgesamt eine Kapazität von 54 Petabyte. Um das mal runterzubrechen, ein Petabyte sind 1000 Terabyte. In iPhones umgerechnet ergibt das ziemlich viele. Es gibt eine Rangliste der schnellsten Superrechner der Welt. Mistral steht aktuell auf Platz 164. Den schnellsten Rechner in Deutschland hat das Forschungszentrum Jülich. Aber auch am DKRZ rüstet man auf. Hier steht er, der neue Supercomputer, der in wenigen Tagen in Betrieb genommen wird. 800 Terabyte Hauptspeicher und 120 Petabyte Speicher stecken drin. Er ist mit seiner Leistung einer der 30 leistungsstärksten Rechner der ganzen Welt. Die kosten 32,5 Millionen Euro. Leider kennen wir seinen Spitznamen noch nicht. Zurück zum Klimawandel. Die Grundlagenforschung am DKRZ hilft, das Problem zu verstehen und Anstöße zu geben. Aber wie genau funktioniert das? In diesem ganzen Wechselspiel versucht man erstmal das ungestörte System abzubilden, das heißt das System, wo der Mensch noch nicht eingegriffen hat, sodass dieses System einfach stabil für sich das Gleiche macht, wie wir das kennen von der Erde vor 150 Jahren vielleicht. Dann kann man anfangen, die Erde zu ärgern, indem man erstmal die historische Entwicklung nachrechnet bis heute. Und wenn alles gut geht, dann kommt auch eben diese Klimaerwärmung, die wir bis heute haben, nämlich die 1,1 Grad im globalen Mittel, heraus, genauso wie ein bestimmtes Muster. Also das heißt, wo ist die Erwärmung stärker, wo ist sie schwächer? Und wenn das soweit plausibel ist, dann kann man eben versuchen, verschiedene Zukünfte zu projizieren. Also was passiert im besten Fall, wenn wir so weitermachen, wie bisher, wäre der schlechte Fall. Der beste Fall wäre jetzt aus Sicht des Klimaschützers natürlich, wir versuchen die Emissionen sehr stark einzuschränken und vielleicht das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Ergebnisse, die hier herauskommen, lassen nicht gerade Freudentränen schießen. Was macht es mit einem, wenn man das Bild einer so düsteren Zukunft jeden Tag sieht? Herr Böttinger, ist das manchmal auch deprimierend, wenn man sieht, was aus der Welt werden kann und das schon im Rechner halt quasi voraussieht? Ich glaube, das wäre eine
sehr pessimistische Sicht, wenn man sich dadurch deprimieren lassen würde. Also man muss Gefahren erkennen und muss darauf reagieren.